Warum habt ihr denn normalerweise Sex? Dass das Frauen mit sich machen lassen. 68.000 Euro. aber ja, bald platze ich. Ihr Lieben, ich freue mich heute wahnsinnig auf die neue Reaktion, denn normalerweise versuche ich ja, euch ja Medizin und Psychologie so ein bisschen näher zu bringen. Und das schaffen wir heute insbesondere an der Sendung, der Netflix-Sendung Too Hot to Handle. Wenn ihr denkt, dass es da nur um Bumserei oder Nicht-Bumserei geht, da habt ihr euch aber geschnitten, denn ich werde jetzt als Arzt einmal darauf reagieren, was für Psychologie und Medizin hinter diesen Sachen stecken kann. Und wir fangen direkt an. Meine Lieben, warum habt ihr denn normalerweise Sex? Weil es Spaß macht, um Stress zu lösen. Ganz spannend. Medizinisch ist es wirklich so, dass es dazu beiträgt, Stress zu lösen. Das hat was damit zu tun, dass unser Stresshormon, ja, dass das Einfluss auf unser Stresshormon Cortisol hat. Außerdem werden noch Endorphine ausgeschüttet und auch Oxytocin und das, ja, reduziert tatsächlich Stress. Also da, das ist eine gute medizinische Info. Bestätigung. Bestätigung. Ja, das ist ein ehrlicher Typ. Finde ich gut. Workout. Workout. Ihr verbrennt natürlich auch so viel Kalorien. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kalorien es sind. Das heißt, ich blende es jetzt hier mal ein. Tatsächlich verbrennt ihr auch Kalorien beim Sex. Das heißt, es macht absolut Sinn, sowas auch in seine wöchentliche, tägliche oder weiß ich auch nicht welche Routine zu packen. Denn es macht Spaß und verbrennt auch Kalorien. Ja, für den Glow auch. Der Glow. Man sieht besser aus. Ja. Was ist denn der Glow? Das müsst ihr mir mal, schreibt mir erstmal in die Kommentare, was der Glow ist. Aber Spaß beiseite, tatsächlich ist ja die Frage, was für medizinische Benefits hat Sex? Und ich gebe euch jetzt mal so ein paar Sachen, die wirklich proved sind. Zum Beispiel reduziert Sex Stress. Ja, das heißt, vielleicht sind die ganzen Teilnehmer ein wenig gestresster. Es ist so, dass Sex die Intelligenz steigern kann. Forschung hat gezeigt, dass Sex das Immunsystem steigern kann. Sogar das Sterberisiko von Menschen, die mehr als zweimal Sex die Woche hatten, ging zurück. Und was ich auch ganz spannend finde, man konnte feststellen in einer Studie, dass Sex die Überlebenswahrscheinlichkeit nach einem Herzinfarkt steigern kann. Also muss man sich schon fragen, was diesen armen Teilnehmern da zugemutet wird, dass sie da auf Sex verzichten müssen. Das wäre so ein Traum, hätte ich natürlich beide genommen. Wie war es für dich eigentlich jetzt mit uns beiden? Ja, ich kann mich ja eigentlich nicht beschweren. Also ich meine, nur dass ihr da inhaltlich drin seid. Der Typ hatte als erstes was mit der einen was und danach mit der anderen. Und jetzt ist er so traurig, weil er sich nicht entscheiden kann, der Arme, ne? Schweren, aber war schon ein bisschen komisch, oder? Ist schon ein bisschen unangenehm. So, natürlich ist es unangenehm. Aber du willst dich da nicht so viel zu äußern, oder wie? Bei gegebener Zeit mache ich das. Boah, ich bin echt hin und her gerissen. Ich finde es immer so geil, wenn man sich so ein bisschen als Opfer positioniert, so, oh, ich kann mich nicht entscheiden, nehme ich die oder nehme ich die. Ich will auch niemandem wehtun. Ach, der Arme, ich will niemandem wehtun. Am Ende muss ich mich entscheiden. Dass das Frauen mit sich machen lassen, ja, dass ein Typ entscheidet, entweder nehme ich die oder die. Ja, also da muss ich mal so ein bisschen was über Selbstliebe und Selbstwert erzählen. Macht das bitte nicht, ne? Gebt nicht euren Selbstwert oder jemanden, an jemanden, den ihr gerade erst kennt. Ja, und auch nicht an jemanden, den ihr schon länger kennt oder so. Das ist ein Riesenfehler. Also macht das bitte nicht. Ich am meisten mag. Laura oder Emily? Oder doch lieber ewig hin und her laufen? Der Arme. Aber kommen wir mal zur Medizin. Die Frage ist ja, hat diese Sexlosigkeit, also bei der Sendung geht es ja darum, dass man ganz viele sexy Menschen auf eine tropische Insel lässt und sagt, ihr dürft alles machen, nur ihr dürft nicht Liebe machen. Und jetzt ist ja die medizinische Frage, hat es einen Einfluss auf die Treue, wenn die Teilnehmer Sex oder kein Sex haben? Und die Antwort ist ja, tatsächlich. Es kann tatsächlich einen Einfluss haben, denn nach einem Orgasmus wird das sogenannte Oxytocin ausgeschüttet. Kennst du vielleicht als Kuschelhormon. Es ist allerdings auch das Bindungshormon. Und das wird gerade in guten, gesunden Beziehungen ausgeschüttet. Ja, und das hat tatsächlich einen Einfluss, beziehungsweise es kann einen Einfluss haben auf die Treue der Partner. Und das wurde auch in Studien festgestellt. Man hat Gruppe A Oxytocin über so Nasenspray gegeben und Gruppe B halt so ein Placebo. Und herausgekommen ist, dass die Leute, die Oxytocin gehabt haben, weniger Bindungsängste hatten, mehr Vertrauen und. Also eventuell hätte der eine Typ mit der ersten Sex gehabt,
wäre er eher ihr treu, als wenn es nicht so wäre, jedenfalls hormonell gesehen. Man weiß natürlich nicht, was da sonst noch alles eine Rolle für spielt, aber tatsächlich hat Sex bzw. Oxytocin Einfluss auf die Treue von uns Menschen. Dürft ihr diese ganze Energie jetzt auf der Leinwand entladen? Malt eure Orgasmen, tobt euch aus. Wie sieht ein Orgasmus gemalt aus? Viel Spaß. Und lasst gerne die Pinsel stecken. Also die Idee ist, glaube ich, man versucht den Menschen jetzt zu sagen, hey, es gibt noch mehr als Sex, deswegen bemalt doch eure Hintern, Brüste und etc. Und malt dann mit euren Hintern auf eine Leinwand, um die sexuelle Energie rauszulassen. Es wirkt ist natürlich für die Sendung voll spannend, also psychologisch, denn man versucht die Menschen ja so heiß wie möglich aufeinander zu machen, ohne dass sie dann halt Sex haben oder sich küssen dürfen oder so. Also aus Marketing-Sicht der Serie total schlau, ja. Aber medizinisch ist es auch spannend. Es gibt tatsächlich die Diagnose der Sucht. Und eine Möglichkeit ist da tatsächlich die Kunsttherapie. Die wird aber tatsächlich dann mit Pinseln gemalt. Aber das ist tatsächlich sehr akkurat von Netflix, dass sie da auch an die Kunsttherapie denken. Bei Emily merke ich schon so ein bisschen, dass sie irgendetwas verheimlicht. Ja, also sorry. Guilty. Oh, sorry, guilty. Also kurz, wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, nach einer Nacht setzen sich immer die Teilnehmer in eine Runde. Und weil sie in der Nacht beobachtet werden mit Kameras, kommt dann heraus, wer unartig war und wer doch ein bisschen Liebe gemacht hat. Und es ist so, dass alle Teilnehmer 200.000 Euro zusammenkriegen würden. Allerdings jeder Kuss oder jede sexuelle Handlung führt halt zu Abzug des Geldes der gesamten Gruppe. Oh mein Gott! Ich wusste es! Ich wusste es! So langsam brauchen wir einen Taschenrechner. War da noch mehr, was ihr noch weichten wollt? Ja, sagt Sven dann jetzt. Nein, ich glaube, das passt schon. So. Also die verstoßen halt häufig gegen die Regeln. Diesem Regelverstoß handelt es sich nicht um Küssen, nicht um Petting und um nichts, was man mit den Händen macht. Aha. Oh mein Gott. Ich sehe es schon in ihren Gesicht. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das ist nicht ernst, träume ich gerade, oder? Unser sprechender Bewegungsmelder kann sogar Lippen lesen. Auch unter der Decke. Liebe Lana, es tut mir leid. Eure vier Regelverstöße kosten die Gruppe insgesamt 68.000 Euro. Durch diese vielleicht ein bisschen flache Sendung, da denkst du dir vielleicht, warum zum Teufel reagiert jetzt ein Arzt darauf, können wir lernen, warum unsere Gesellschaft nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte. Warum öffentliche Toiletten mehr stinken als die privaten oder warum wir in der Klimakatastrophe sind. Was wir hier lernen, ist the tragedy of the commons. Und das sagt einfach erklärt, dass wenn ein Individuum in einer Gesellschaft einen Vorteil hat, der die Gesellschaft, also insgesamt schadet, dann tut der das. Und dadurch ist es leider so, dass die komplette Gesellschaft deutlich schlechter dasteht, ne? Weil die anderen, die lassen sich das natürlich nicht gefallen, wenn die ganze Zeit merken, okay, da ist einer, der verstößt jetzt gegen diese Regel, jetzt in diesem Fall ist das und dann kann ich das ja auch machen, ja. Also man kriegt eine schnelle Belohnung, ja, irgendwie ein Hochgefühl durch irgendeine sexuelle Handlung, ja, aber es wird der ganzen Gruppe Geld abgezogen und das ist eigentlich asozial, ja, der ganzen Menschheit gegenüber. Allerdings, so sind wir Menschen. Das ist total krass. Das wurde in ganz, ganz vielen Experimenten immer wieder belegt, dass wir genau so funktionieren. Weil wir können ja sagen, boah, das ist ja asozial, da einer bereichert sich auf Kosten der ganzen Gruppe. Das ist ein menschliches Verhalten. Und das sehen wir bei ganz, ganz vielen Sachen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft versuchen, Mechanismen zu bauen, dass das nicht mehr in Kraft treten kann. Und das hat auch nicht was damit zu tun, dass es jetzt gute und schlechte Menschen gibt oder so, sondern man hat dieses Experiment an jeden Berufsgruppen, an Priestern und so weiter durchgeführt und es kam immer das Gleiche raus. Wenn ein Individuum sich kurzzeitig selbst bereichern kann, belohnen kann, auf Kosten der ganzen Gruppe, dann ist es auf lange Sicht immer so, dass die ganze Gruppe scheitert. Ja, das ist so wie Fischfang. Ja, wenn man Fischfang macht, einmal irgendwie mit Sprengstoff, bereichert sich und so weiter, dann ist es halt nicht nachhaltig. Das heißt, wenn uns Nachhaltigkeit und Umweltschutz und so weiter wichtig sind, dann müssen wir irgendwie the tragedy of the commons berücksichtigen. Was man alles lernt bei Too Hot to Handle. Unglaublich. Ihr sollt lernen, tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Gemeinsam mit zwei neuen Gästen. Oh. Okay, es scheint so in der Sendung zu sein.
wohl auch in den anderen Staffeln, dass sich am Anfang die Paare finden und dann, um mal so ein bisschen Eifersucht und Zwietracht zu sehen, kommen dann zwei neue Menschen hinzu. Ja, und man merkt da sehr schön die sozialen, psychologischen Dynamiken, dass natürlich die Typen eifersüchtig sind und die Frauen eifersüchtig sind. Und es ist ja spannend, was für Menschen werden dann von Netflix hineingeschickt? Ja, wie sehen die aus? Was haben die für Charaktere? Ja, und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Das ist jetzt nicht richtig wissenschaftlich, aber das ist meine These und schreib mir mal in die Kommentare, ob du das so eventuell ähnlich siehst. Ich glaube, dass Netflix bewusst Menschen dahin schickt, also Mann und Frau, die sehr, sehr weibliche Attribute haben und sehr, sehr männliche Attribute. Denn wenn diese ganzen Teilnehmer aufs verzichten, vermute ich evolutionär, dass diese Menschen dann eher das offensichtlich männliche oder offensichtlich weibliche bevorzugen, ja, um noch mehr Zwietracht zu sehen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, die blonde Dame, die wirkt ja vielleicht ein wenig unnatürlich, ja, also die hat sehr, sehr volle Lippen, also ein typisches weibliches Attribut, die, glaube ich, auch nicht echt sind. Und sie hat sehr, sehr dicke Brüste, die auch nicht echt aussehen und auch, das nennt sich Waist-to-Hip-Ratio, also Männer finden ein bestimmtes Verhältnis zwischen Taille und Hüfte sehr, sehr attraktiv. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade in dieser Zeit, wo die jetzt auf sexuelle Handlung verzichten müssen, dann gerade diese Attribute sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann, das sehen wir auch gleich, denn der Mann hat sehr, sehr dicke Muskulatur, hat Brustbehaarung, ja, ist, glaube ich, auch auf Stoff, was ich vermuten würde. Auch sie. Ist ja schon die Frage, warum die ausgerechnet solche Leute da reinschicken, die, würde ich sagen, eher noch mehr Attribute in Sachen männlich und weiblich haben als die anderen. Es gibt ganz spannende Studien, da hat man geguckt, inwieweit zum Beispiel der Zyklus Einfluss hat auf die Männerwahl. Ja, also man hat Frauen befragt und eine Studie daran gemacht, in welchem Zeitpunkt des Zyklus die welche Art von Mann bevorzugen. Und zum Beispiel um den Eisprung, also wenn sie fruchtbar sind, scheinen auch Frauen eher männliche Attribute attraktiv zu finden. Ja, also es ist reine Biologie. Klar, wir sagen immer, wir haben irgendeinen Typ und der muss irgendwie so sein. Allerdings in so einer, ich sag jetzt mal, biologischen Phase, hormonell gesehen Eisprung oder wir dürfen da jetzt keinen Sex haben, da könnte ich mir vorstellen, nicht ganz wissenschaftlich, dass da die stereotypisch männlichen und stereotypisch weiblichen Attribute vielleicht mehr ins Gewicht fallen, als sie es sonst hätten. Und wie ihr, wissen sie noch nicht, dass sie Teilnehmer meines Retreat-Programms sind. Sie denken, sie wären bei Tropical Desire. Tropical Desire, muss ich mir das auch angucken, habe ich nicht gesehen. Wenn wir so horny reinkommen, wie wir am allerersten Tag waren, dann wird es, glaube ich, hart. So, ganz wichtig, wenn ihr durch Social Media oder YouTube scrollt, ja, und ihr denkt, boah, ich brauche jetzt mal einen gesundheitlichen Mehrwert, ja, vielleicht auch von Tor to Handle weg, dann tut mir doch einen Gefallen und abonniert meinen Kanal. Ja, ist vielleicht ein schlechtes Video, um jetzt ein Video damit zu machen. Obwohl, ich muss sagen, ich bin dann noch überrascht, wie viel Medizin und Psychologie wir bei Tor to Handle sehen und ich da für euch reinpacke. Ja, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich. Meine Eier platzen, wie haltet ihr das aus? Meine Morgenlatte, die wächst und 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 wächst. Aber ja, bald platzig. Für mich ist er noch mal ein bisschen entspannter, weil ich jetzt niemanden habe. Das Phänomen, was er beschreibt, wenn er sagt, die Eier platzen, nennt sich auf Deutsch Kavalierschmerz oder auf Englisch Blue Balls. Und die heißen Blue Balls, weil es ist so, dass eine Erektion dadurch entsteht, dass halt durch die Arterien Blut in P*** und Hoden kommen und die Venen lassen das Blut halt nicht so richtig raus. Dadurch kriegen wir halt einen Ständer und das Volumen des Hodens, das vergrößert sich. Und wenn wir jetzt das zu lange haben, dann ist es natürlich so, dass sich A, eine Blaufärbung und Schwellung gibt, als auch die Samenstränge, ja, also die bestehen ja auch aus Muskulatur und die verkrampfen sich. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Überlastung beim Sport. Ja, dass dann einfach diese Muskulatur sich verkrampft. Das ist häufig so, wenn man lange Zeit eine Erektion hat ohne Ejakulation. Ja, da kann dann sowas passieren. Die Therapie ist überraschend einfach, muss man sagen, und auch fast nebenwirkungsfrei. Aber bei euch?
macht's mir auch schwer. Ich sehe überall nur so Couples. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja. Aber es ist okay. Dafür habe ich euch kennengelernt. Aber meine Eier, die werden trotzdem immer größer, immer größer, immer größer. Ich weiß noch nicht wie, in welcher Form und ob mit Frau oder ohne Frau, aber der Mann, der muss abspritzen. Es ist tatsächlich ein medizinisches Problem, die Blue Balls. Da muss ich ihm, auch wenn es vielleicht ein bisschen weird klingt, sowas zu hören, aber es ist tatsächlich schon etwas, was auch schmerzhaft sein kann, so Blue Balls zu haben, denn es ist halt wie ein Muskelkrampf, ne? Von den Samensträngen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt so einiges gelernt und seid vielleicht ein bisschen überrascht, was diese Netflix-Serie Too Hot to Handle alles medizinisch und psychologisch zu bieten habt, wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt. Und wenn ihr... Mein Kameramann schüttelt sofort demonstrativ den Kopf. Wenn ihr auch anderen Content sehen wollt, normalerweise mache ich auch anderen Content hier. Ja, ich reagiere jede Woche einmal auf ein Video und einmal mache ich einen Podcast. Dann tut mir noch einen Gefallen, lasst ein Like da, kommentiert, macht die Glocke und folgt dem Kanal. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann macht es halt nicht. Das kann ich dann auch verstehen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.